κοντά. Λίγο πιο κοντά. Viele kleine Gruppen bilden ein großes Netzwerk, Christen und Muslime gemeinsam. Sie alle sind Teil von USIMA, ein Projekt der katholischen Kirche, in dem Freiwillige chronisch kranke Patienten betreuen. Auch HIV-Patienten wie den 7-jährigen Quito und seine Mutter Beata Marcelino. Wöchentlich überprüfen sie den Gesundheitszustand, damit die Krankheit unter Kontrolle bleibt. Heute unterstützt die Krankenschwester Bernadetta Limo die USIMA-Helfer. Alles ist in Ordnung. Bernadetta ist zufrieden. Beiden geht es gut. Die Familie lebt von der Verarbeitung von Cashewkernen. Zuerst müssen die Kerne erhitzt werden, damit das giftige Öl verfliegt, das die Haut verätzen kann. Quito würde am liebsten sofort von den Nüssen probieren. Doch noch umgibt sie eine dicke Schale. Vor der weiteren Verarbeitung müssen sie in der Sonne trocknen. Erst dann können sie geknackt werden. Dafür hat die Familie eine Maschine bekommen, aus der Benediktinerabtei in Mdanda. In Griffweite immer die lebenswichtigen Medikamente. Dank ihnen und der guten Betreuung durch USIMA können Mutter und Sohn heute ein normales Leben führen. Doch nicht immer kann USIMA helfen. Der 15-jährige Michael ist von Geburt an HIV-positiv. Seine Mutter versteckte ihn, als die ersten Anzeichen von AIDS auftraten. Als USIMA-Helfer ihn schließlich fanden, musste ein Bein amputiert werden. Heute kommt er zur Behandlung des anderen ins Krankenhaus. Die Ärzte versuchen alles, damit er es behalten kann. Es sieht nicht gut aus. Doch trotz mancher Rückschläge ist heute der Umgang mit HIV und AIDS ein anderer. Als wir begannen, war es für HIV-Patienten schwer, offen zu sein. Sie versteckten die Krankheit. Doch durch Aufklärung und als sie sahen, dass es vielen wieder besser ging, begannen sie offen darüber zu sprechen. Heute sind viele selbst Freiwillige. Unermüdlich sind sie im Einsatz. USIMA, ein Netzwerk vieler Ehrenamtlicher, das den Menschen Hoffnung schenkt.